Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Ja, am Ende der letzten Aufnahmesession haben wir unser eigenes Edikt verkündet. Und damit... Was genau gemacht? Ja, das Edikt der Stürme. Ja, solange das Edikt besteht, werden deine Feinde geschwächt. Und das hier ist noch eins von Kyros Edikten. Ansonsten sind alle Edikte gerade deaktiviert. Gut. Schon ein Sinnschreiben von Thunon, dass er mir den Koffer preisen will? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir haben ein Altwasser gekriegt durch unser Paradox-Konto. Durch das Paradox-Konto. Das packen wir gleich mal weg. Wir haben... Ashes Pracht bekommen. Eine ziemlich starke Einhandwaffe. Die sogar eine Fernkampfwaffe ist. Oder wie? Ne, Suchender. Rüstungsdurchdringung und so weiter. Ja, höchstens was für Beric. This will serve me well. Und das Ding hier ist ein Götze von Kern. Der einfach wieder Verteidigung erhöht. Der kommt hier. So. Unsere Kameraden haben was zu sagen. Reden wir mal mit ihnen. Es ist rare genug, dass jemand die Möglichkeit hat, ein Edikt zu proklamieren, much less break one. How are you holding up, Fatebinder? Es ist selten genug, dass jemand die Gelegenheit hat, ein Edikt zu verkünden, ganz zu schweigen davon, alles zu brechen. Wie geht es dir, Schicksalsbinder? Ehrlich gesagt, tut mein Kopf ziemlich weh. Ich spiele mit Mächten, die mein Verständnis übersteigen, und dennoch höre ich nicht damit auf. Ehrlich gesagt, tut mein Kopf ziemlich weh. That is to be expected. I am no expert in arcane matters, but I understand that the will and commitment needed to shatter Kairos's magic are not resources in abundance. Das war zu erwarten. Ich bin in arcane Angelegenheiten zwar kein Experte, aber ich verstehe, dass der Wille und das Engagement zum Zerschlagen von Kyros Magie nichts ist, was es in Hülle und Fülle gibt. Take care that you don't exhaust yourself and become worthless to the war effort. Sieh zu, dass du dich nicht erschöpfst und für die Kriegsbemühungen wertlos wirst. Beric begutachtet dich prüfend von oben nach unten. Behält etwaige Schlussfolgerungen aber für sich. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne das Entfernen deiner Rüstung besprechen. Suffice it to say, my armor and I will not be separated for the... My armor saved me from the destruction of Stalwart. Ja. Und Lyra? Du hast dir wirklich einen Namen gemacht, indem du reihenweise die Edikte des Oberherrn gebrochen hast. Ich weiß nicht, was Thunon dir für deine Dienste zahlt, aber du hast dir eine ordentliche Gehaltserhöhung verdient. Was ist das für ein Gefühl? Du hast nicht nur dem Willen des Oberherrn eine Stimme verliehen, sondern brichst auch reihenweise Kyros Magie. Ich diene nur dem Interesse der Mission. Ich bin nicht in der Stimmung, meine Gedanken offen zu legen. Ich setze mich Mächten aus, die ich nicht verstehe. Ich diene nur dem Interesse der Mission. Wer sich an seine Prioritäten hält, erhöht seine Überlebenschancen. Aber ich weiß nicht, ob du nicht etwas kühner sein solltest. Ich habe nie etwas erreicht, indem ich auf Nummer sicher gegangen bin. Ja, und dadurch all deine Kampfschwestern verloren. Ich bin hier, wenn du mich brauchst, aber ich verstehe nichts von arkaner Weisheit. Ich tue, was ich kann, um unsere kleine Bande durch diesen Krieg zu bringen. Und wenn es je den Anschein macht, dass deine Stärke nachlässt, werde ich dich von deinem Leid erlösen und die Führung übernehmen. Kopf hoch. What do you need? Ja, gut. Was hat der Rest zu sagen? Will do. Weil Sirin hat nichts zu sagen. Fatebinder, it is good to see you. But what do you need? Weggehen. Ja. Sie hat nichts Neues zu sagen, sie vielleicht? Oh, ihr hört die Musik auf. Tötet den Schatten, beobachtet dich ungerührt, der schwarzen Pupillen, ihre putroten Augen weiten sich stark. Sie öffnet ihr Maul, als sie die Luft schnuppert. Alpha.
sulfur smells good. Makes beast woman want to hunt. Kill. Alpha riecht gut, macht das Tier Frau jagen will, töten. Fate binder wants beast woman? Nein. Okay. Dann haben wir noch... Wer war Tanara nochmal? Du siehst eine in Bronze gekleidete Frau, deren Ausstattung feinsäuberlich gepflegt ist. Die Lederschnallen ihrer Brustpanzer zeigen Spuren von frischem Öl und die Schuppen auf ihrer Rüstung werden ordentlich arrangiert. Sie verbeugt sich schneller als du dich näherst, Schicksalsbinder. Ihr Gesichtsausdruck ist neutral und in dem Turmfall erkennst du erzogene Höflichkeit. Ich bin bereit zu dienen, wie gewünscht. Obwohl das alte Apex nicht mehr ist, bin ich bereit, dir dabei zu helfen, seinen neuen Platz in den Stufen zu finden. Solltest du Unterweisung im Kampf benötigen, werde ich dich unterstützen. Okay, eine Ausbilderin der Vendrienwache. App. Als du dich näherst, nickt App dir zu und verbeugt sich kurz. What is it you need? Was willst du von mir wissen? Nichts. Gut. Landry? That's twice now. By Kairos' icy nevers. Twice! Edicts have been broken before, but never in all my many years have I heard of one person doing it twice. Das ist schon das zweite. Bei Kairos' eisigen Genitalien, das zweite. Edikte sind ja schon früh gebrochen worden, aber in meinen 4 Jahren habe ich noch nie von einer Person gehört, die das zweimal gelungen ist. Das kann jeder schaffen. Denke nur an den Wortlaut des Edikts, dann wirst du merken, dass Kairos Optionen offen gelassen hat. Vielleicht werde ich später einen Archonten erschlagen. Ich plane noch meinen Tag. Sturm 3 im Blick. Nun hör schon auf mit deiner Ehrfurcht und schreib das für zukünftige Generationen nieder. Oh. Of course, Ups. I was merely making an observation. Natürlich, ich stelle dich ja in Beobachtung an. Langtree senkt den Kopf und konzentriert sich darauf, wie wild ein sich aufrollendes Stück Pergament zu beschreiben. Also, was steht dir im Sinn? Möchtest du über gegenwärtige Angelegenheiten sprechen oder wäre dir eher nach einem akademischen Wortschwall? Nee, fürs Erste nix. One moment. Nee. Wie viel Feucht habe ich jetzt bei Landry? Oh. Du hast nettes Beobachten ignoriert und verlangt, dass er stillschweigen und stattdessen seine Errungenschaften in der Chronik festhalten sollte. Ja. Gut, nach unten in die Himmelfahrtshalle und Legionäre moschen. Wobei, erst ein kurzes Schläfchen. Lyra ist nämlich nicht oben auf. Ja, wir werden belagert und was machen wir? Wir schlafen eine Runde. Gut. Oh. Die trifft alle, der Blitz. Vielleicht sollte ich das Edikt jetzt aufheben. Nein, da sind noch ein paar. Totenglocke. Eine Bande regennasser Mitglieder des Scharlachroten Kurs folgt Totenglocke. Ihre Gesichter zeigen eine Mischung aus Ehrfurcht und Verwirrung. Welche faule List hast du angewandt, dass das Wetter dir zu Hilfe eilt? Ich sollte dir danken, dass du den Weizen von der Spreu getrennt hast. Der Anblick, Dutzende zu sehen, die vom Blitz niedergestreckt wurden. Eine gute zur Staustellung, wie ohne zur Ballast erschreckt werden kann. Sie deutet über ihre Schultern. Um den Künsten das Privileg zu überlassen, dir deine Gliedmaßen abzureißen. Gelenk für Gelenk. Sie dreht sich zu ihren Soldaten und stößt ein wildes Heulen aus. Der Kampfschrei wird von ihren Kriegern aufgenommen und misstönt zurückgeworfen. Ungenügende Reputation. Aus ihren Augen sprüht der Zorn, als die Krieger kampfbegierig ihre Waffen zücken. Deine Waffe schwenken. Ich frage mich, wer von euch vor dem Tod am lautesten schreit.
Ihr Narren, habt ihr mich nicht gehört, wie ich das Edikt verkündet habe? Entweder habe ich das Edikt selbst gewirkt oder mit dem Segen des Oberherrn. Denkt sorgfältig darüber nach. Ihr wart nicht euch genug, euch durch das Edikt zu schlagen. Ich werde euch mit Freuden einen Kriegertod gönnen. Nehmen wir mal das Mittlere. Vergleiche dich nicht mit dem Oberherrn. Deine Magie mag vielleicht meine schwächen Truppen erschreckt haben, aber sie ist nichts, das meine Blutkantoren nicht beeinflussen könnten. Stimmt's nicht? Sie schaut zu einem ihrer Magier und wartet auf ein zustimmendes Nicken. Stattdessen begegnet ihr Blick blanker Angst und einer vor Verblüffung offenstehenden Mund. Genug geredet, du wirst jetzt zertrampelt und vergessen. Nur Nevats Stimmen wird sich noch an deinen Namen erinnern. Ja, was haben wir hier? Eine Erdhexe. Eisenmarscher Irenius. Das ist eine gute Verstärkung. Bluthund. Totenglocke. Ein Blutkantor. Die definitiv unter Feuerbeherrschungsproblem leiden. Noch ein Bluthund. Ein Weiser. Okay. Und ein scharlachroter Wüter. Das heißt, Sirin tötet den Blutkantor. Oder auch nicht. Blitz beherrschen, Frost beherrschen ist sehr gut. Okay, der Bluthund ist explodiert. Heilen wir am besten unsere Manöver. So. Lyra ist gerade wahrscheinlich in Panik, oder? Ja, sie ist verwirrt. Beric sieht ganz okay aus. Was ist mit Sirin? Sirin ist verstumpft. Verstummt, okay. Bin ich dann wohl auch, hä? Time to change weapons. Damn thing couldn't pierce. Okay, Totenglocke mal tot machen. I'm on it. Das ist echt nicht gut. Wie lange ist sie noch verstummt? Gut. If I must. Will do. Beric heilen, das ist eine gute Idee. Totenglocke töten ist eine noch bessere Idee. This weapon is useless. Gut, jetzt auf den Weisen losgehen. Hat sie noch den anderen kleinen Heilzauber? Ja. Ja, der Blutkantor, der kann zum Glück nicht so viel. Wurde sie wieder gesilenced? Nein, nur geschwächt, was nicht so viel ausmachen dürfte. Oh, der Weise hat Blitz- und Frostrüstung. Aber er ist halt anfällig gegen Nahkämpfer. Oder die Weise. Unter Renius riesigem Helm erklingt gedämpftes Lachen. So ist recht, ihr dreckigen Bauern. Lauft um euer Leben. Erzählt Nerat, was ihr hier gesehen habt. Der Chor läuft in alle Richtungen davon. Man könnte sogar sagen, sie zerstreuen sich im Wind. Die paar, die mutig genug waren, deinem Edikt der Stimme die Stirn zu bieten, sind tot. Der Tag gehört uns. Ich überlasse die Aufräumarbeit mir und meinen Brüdern. Du sollst deinen rechtmäßigen Platz oben auf dem Turm einnehmen. Du könntest den Sieg auf keine bessere Weise feiern, als mit imposanter Sicht auf die fliehenden Feinde im ganzen Tal.
Ja, gleich. Ach, das ist ein Großspeer. Schade. Der Hauptturm reicht bis in die Wolken, ja. Right. Sorry, Cat. Leider kann ich nicht nach draußen. Schade. Can't do that. Hier ist nichts mehr, aber hier war noch was. Rastvorräte, die ich nicht nehmen kann, weil ich immer noch das Maximum habe. Gut. Schockiert und ermutigt durch die zur Schaustellung deiner Macht und der Leichtigkeit, mit der du ihren Anführer besiegt hast, verlieren die Kämpfer des Scharlachroten Kurs die Nerven. Sie geben sich geschlagen und zerstreuen sich. Die Überlebenden flüstern Angst vor den Namen des neuen Archonten Brenoir, ein Wesen mit enormer Macht, das Edikte mit derselben Autorität wie der Oberherr wirken kann. Das Reich stürzt in Verwirrung. Bei dem Geflüster und der Fehlinformation bleibt jedoch eine Tatsache unverändert. Die Macht des Oberherrn wurde angefochten. Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Gerüchte ihren Weg zu Kyros finden werden. Die starken Winde deines Edikts tosten und schleudern Geröll gegen deinen Turm. Sinnvollartiger Regen fällt, die Tropfen sind schwer genug, um blaue Flecken auf blanke Haut zu hinterlassen. Blitze fahren in den Boden und gefährden alle, die sich nach draußen wagen. Es dauert nicht lange, bis der Sturm abflaut, sich langsam in leichten Regenguss verwandelt und nach ein paar Tagen zu einer sanften Brise wird. Schlussendlich beruhigt sich der Himmel, als sich dein Edikt auflöst und Vendrins Brunnen aus seinem Griff entlässt. Du versammelst deine engsten Verbündeten und planst aus der Sicherheit des Turms deine nächsten Schritte. Gerade eben hast du damit begonnen, als Kallio, Tonos Schicksalsbinderin, dir einen Besuch abstattet. Sie hat wichtige Nachricht für dich.